Ja, Leute, neues Ründchen Avencast. Sollen wir uns hier mal weiter über das kiranische Ödland prügeln, ja? So, wo sind denn hier die nächsten? Da ist so ein netter Aufenthaltstisch. Alles klärchen, Mann. Aber das brauche ich nicht. So, haben wir hier nicht irgendwelche Gegner noch? Da, oder? Nee. Sag mal, ist jetzt gar nichts mehr, oder was? Na, wobei, hier war ich aber schon in dem Bereich, wa? Dann wollen wir doch mal da drüben jetzt noch schauen. Da ist doch schon irgendeiner. Da ist auch wieder irgendein Gegenstand. Ja, spammt mal nicht so krass eure ekligen Kackviecher da. Ist ja mal unfassbar, mein. Ja. Ja, ihr kleinen Drecksviecher. So. Ja. So, weg mit dir. Boah, dieser neue Zauber, der macht mich voll an. Oh, ich hab keinen Mana dafür. Trotzdem macht der mich total an, Alter. Der geht nämlich ziemlich schnell. Können wir jetzt nochmal kurz ausprobieren. Ja, wobei die sind total resistent dagegen. Aber trotzdem macht er, glaube ich, immensen Schaden. Ich drücke die Tasten einfach zu schnell, glaube ich. Ja, okay, 260 hat er jetzt kassiert. Das hätte ich gerne auch gewusst. Ach komm. Ach komm. So, du bist doch jetzt... Nein, du bist nicht angefroren. Boah, ihr kleinen Drecksviecher. Alter. Jetzt kriege ich hier auf die Fresse, man. Ich will trotzdem mal kurz ausprobieren, wie viel jetzt im Vergleich. Auf mit dieser Umrundungs-Action, ey. Hätte ich trotzdem gern ausprobiert. Wie viel Schaden. Ach so, okay, der Meteorit macht ein bisschen weniger, glaube ich. Trotzdem geht das extrem schnell, diese geile Attacke, Mann. Ich habe kurz nachgeschaut. Da, Schaden 808. Was? Schlagwucht? Aber das macht genauso viel Schaden. Was zum Teufel? Ah, schlägt Gegner zu Boden. Na, das ist doch schon mal sehr gut. Nun gut, nun gut, nun gut. Da sind wieder welche. Aua. Gebt auf, hört auf. Na. Ah. So. Ja, das hast du so gedacht, mein Freund. Ich bin einfach zu schlecht in diesen Tastenkombinationen. Ah, nun gut. Okay. Da geht's auf keinen Fall weiter. Doch. Oder hinten nicht. Ja, scheiße. Ja, okay. Ah, da sind schon wieder die Kollegen. Ey. Ah, die können ja zum Glück überhaupt nichts. Ja. Hör auf den einzufrieren, ey. So nicht. So, ihr habt mir mal überhaupt kein Leben. Aua. Ah, das kann ja wohl nicht wahr sein. Gerade wieder sehr gut im Zielen. Bin ich, da muss ich schon sagen. So, was haben wir denn da? Au. Gerade schon gedacht, ey. Diese heilige Quelle haben wir dem Geist Gaian, dem Weltengeist, erbaut. Aus einem Stück, das wir seiner Welt entrissen haben, schufen wir unsere Gezeitenfeste, die einer Insel gleich durch die Dimension Kiranos schwebt. Gaian, der zerrissen, warte mal, der zerrissenen Seele der Welt, alter fuck, Arkor,
gebührt ein Heiligtum vor unserer Feste. Möge uns unsere Felder, was? Möge uns unsere Fehler nachsehen, sich hier wohlfühlen und auf unsere Welt wirken können. Das Klärchen. Was führt dich an diesen zerstörten Ort, Fremder? Hier ist alles entweiht. Die koranische Feste ist gefallen. Nicht einmal meine heilige Quelle wurde bewahrt. Und ich wurde aus meinem Kultbau vertrieben. Wo bin ich hier? Und wer seid ihr? Ich bin Gajan, der Weltengeist. Und du befindest dich vor der koranischen Festung. Als die Koranier ihre Gezeitenfeste schufen, rissen sie ein Stück aus einer anderen Welt heraus und hinterließen dort eine tiefe Wunde. Ich aber bin die Seele dieser gequälten Welt. Als die Koranier erkannten, was sie getan hatten, errichteten sie mir ein Heiligtum mit einer Quelle. So versöhnten wir uns. Doch dann fielen diese Ausgeburten der Hölle hier ein. Sie besudelten mein Heiligtum und vergifteten meine Quelle. Du könntest mir helfen, Fremder. Es soll nicht zu deinem Nachteil sein. Das würde ich gerne, aber was kann ich denn für euch tun? Vielleicht später habt ihr hier jemand vorbeikommen sehen, vielleicht später, jetzt habe ich keine Zeit. Das würde ich gerne tun, ja genau. Es gibt ein spezielles Kristallgefäß, das du in der Gezeitenfeste finden kannst. Schöpfe damit elementares Wasser aus dem koranischen Brunnen und reinige meine Quelle. Nur elementares Wasser ist dazu imstande. Und das kann wiederum nur in einem Gefäß aus Kristall geschöpft werden. Wenn du meine Quelle reinigst, werde ich mich erkenntlich zeigen. Sei dir dessen gewiss. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ich werde mich bemühen, sagt, ist hier heute von mir schon jemand vorbeigekommen, genau. Ja. Vor einigen Stunden kam hier jemand vorbei. Ein großer Magier mit schwarzem Bart. Er schien sehr in Eile zu sein, das Innere der Festung zu betreten. Er ließ sich von meinen Bitten nicht aufhalten. Ich verstehe. Könnt ihr mir mehr über diese Gezeitenfeste erzählen? Die Kyranier rissen ein Stück aus meiner Welt, um diese gewaltige Feste zu erbauen. Einer Insel gleich schwebt sie durch die Dimensionen. Als sie noch... Ja, ist ja okay. Oh, niemand kümmert sich um mein Heiligtum. Das tut mir aber leid. Aber das werde ich schon noch hinkriegen, Alter. Da. Schauen wir mal. Für diese Aktion ja genau. Was? Wer hat mich da denn schon wieder bemerkt, hä? Der kleine Penner, das. Oh! Das kannst du mal gleich vergessen. Alter, der blockt das mal komplett ab. Tja, dann wirst du wohl von einem anderen Typen da gehauen. Das tut mir aber leid. So, das war's für dich, Penner. So, was haben wir da noch für ekliges Zeug, Alter? Das ist so widerwärtig. Okay, ich würde... Meine jetzige Einschätzung ist, die Geister in der Gruft waren die nervigsten Gegner. Und die Dämonenmaden sind bis jetzt die ekligsten Gegner. Oder was ist das da? What the... Morgoth-Teufel! Ey, das kannst du mal gleich vergessen, du Wicht. So. Was haben wir hier noch Feines? Hä? Hier wird doch was auf der Map angezeigt. Ah ja, gut. Dann... Hier gibt's rein gar nichts mehr. Ich block jetzt wieder wie ein Bastard, ey. So, jetzt ist Schluss hier. Mit deinem ekligen Dämonentreiber ist das auch sofort Schluss. So, ein bisschen Geld noch. Naja. So, was haben wir denn hier jetzt? Ah, mein Amulett. Ah, okay. Dann ist Megantheros wahrscheinlich hier auf dem gleichen Wege reingekommen. Weil der hat ja auch irgendwie so ein Amulett gehabt, ja? Ah. Aua. Das ist hier völlig...
So. Spam, 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 spam. So. Der eine Typ, da steht ja nur rum und Pech gehabt. So, der da hinten ist auch schon umgefallen. Ja, so, der hinten ist auch schon umgekippt, ey. Das hier sieht doch aus wie Fallen, ja. Kannst du mal da drauflaufen? Ich will sehen, was passiert. Na egal. Ich werde einfach schauen, dass ich nicht auf diese Fallen... Oder ich schätze mal. Aha. Das Fallen sind draufsteige. 8, 7, Seelenmagie plus... Oh. Aber ich weiß... Ja, nee, vergiss es. Nein! So, was haben wir denn hier jetzt? Ey, was zum Teufel? Warte mal, wurde es jetzt ausgelöst, indem ich da drauf gestiegen bin? Nein, man muss einfach nah genug nur rankommen. Alter. Ist ja widerwärtig hier. Wer? Erstmal zur Sicherheit so ein Dude hier. Das sind wieder diese komischen Hunde. Ah, Dämonenreißer. Alles klärchen. Cool, dass da jetzt nochmal so einer kommt, dann... Alter. Kann ich wenigstens nachschauen, wie die heißen. Und hier scheint es überall diese widerlichen Fallen zu geben, Alter. Ist ja mal sau asozial. Was haben wir denn hier? Leerer Kristallbehälter. Ah, das ist doch schon mal sehr schön. Kann man das hier direkt auffüllen? Ach, nice. Da muss ich gar nicht weit latschen. Logbuch des Dimensionsportals vor dem Haupttor. Okay. Aha, Zielgesuchung Hilfe. Nein, 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 nein. Notizentag als Sternbild. Warte mal, ist das hier überhaupt? Unsere Abgesandten haben Kirane durch das Dimensionsportal vor dem Haupttor verlassen, um nach Gorton zu reisen und Hilfe von den Gort, oder wie auch heißen, im Kampf gegen die Herrscher Morgoths zu beten. Im Augenblick der Abreise stürmen jedoch Truppen des Morgoths auf das Haupttor zu. Niemand weiß, ob es unseren Abgesandten durch das Portal gefolgt, ob sie unseren Abgesandten durch das Portal gefolgt sind. Möge unser allmächtiger Gott Atreis den Abgesandten beistehen und sie heil mit Verstärkung zurückkehren lassen. Tag X im Sternbild von Kala. Die dunklen Horden belagern nun das Haupttor der Festung. Wenn Morgoths Truppen hier ins Bollwerk der Festung dringen, werden wir das Pult für das Portal nach Gorton zerstören müssen, damit die dunklen Diener auf keinen Fall diese Dimension verlassen können. Dann hier Tag, was auch immer, was das heißt, 16 oder so, im Sternbild des Kala. Einige unserer Psions befinden sich nicht mehr unter unserer Kontrolle und wenden sich gegen uns. Oh, ohne die Psions in unserer Psions, ja genau. Ist unser Widerstand gegen die Dämonen zu gering. Die dunklen Schergen werden jeden Moment die Blockaden durchbrechen. Wir werden das Portal nicht mehr rechtzeitig zerstören können. Das ist ja schrecklich. Was haben wir denn hier? Dimensionsportal aktiviert. Ah, das könnte der... wo draußen, wo ich gesagt habe, da wird doch was angezeigt. Alter, ich die nicht bemerke, diese Dinger. Ja, ja, ja. Ach, scheiße. So. So, dann... Alter! Ich müsste da echt mal mehr schauen, ja. Gefallen bin ich überhaupt nicht gewöhnt. Ich wollte es nur kurz ausprobieren. Ich hätte ganz kurz Schiss, dass ich sofort getötet werde, Alter. Ja, okay. Dann wollen wir jetzt mal diesem Geist da draußen sein Wässerchen bringen, ja. Das können wir so nicht dulden, dass ihm hier seine Quelle vergiftet wird, ja. So, da ist er ja schon. Denn... So. Ich danke dir, Fremder. Du hast meine Kultstätte von diesen Ausgeburten der Hölle bereinigt. Endlich kann ich wieder in sie einziehen. Ich bin dir sehr dankbar. Und das möchte ich auch zeigen. Trink von dieser Essenz. Sie wird dir geistige und körperliche Stärke verleihen. Das ist alles, was ich dir geben kann. Und doch ist es mehr, als ich jemals zuvor einem Sterblichen geschenkt habe. Ich danke euch, Geiern. Ich bin froh, dass ihr euch wieder in eurer Kultstätte, zurückziehen könnt. Oh, ach, da chillt er jetzt.
Ich möchte dir nochmals dafür danken, dass du meine Kultstätte von diesem dämonischen Abschaum gereinigt hast. Endlich finde ich wieder ein wenig Ruhe an diesem Ort. Es freut mich, dass ich euch helfen konnte. Lebt wohl, es freut mich, dass ich euch helfen konnte. Aber warum ist euch diese Quelle eigentlich so wichtig? Als die Kyranier hier ihre Gezeitenfeste errichteten, rissen sie dafür ein Stück aus einer anderen Welt heraus, meiner Welt, und fügten ihr eine große Wunde zu. Aus dieser Wunde entstand ich, Garjan, die zerrissene Seele einer Welt. Die Kyranier bemerkten dies erst eine Weile später, und sie versuchten, mich zu beruhigen. Sie errichteten mir eine Kultstätte und eine Quelle. Ich begann, mich in dieser Welt wohlzufühlen, und über die Jahre begann sie durch mich zu erblühen. Meine Quelle, Fremder, gibt mir Frieden. Oh Mann, ich verstehe. Nun, dann bin ich froh, dass ihr euren Ort wieder, habt. Lebt wohl. Mann, 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 immer diese Umweltsünder, wa? Unfassbar, ja. So, wo war das jetzt hier nochmal? Da. Ach, da ist jetzt auch so ein Ding. Was? Die Gruft der Könige. Aha. So, was ist das hier? Kann man hier... Gibt's hier... Oh. Aha, aha, aha. Okay, dann wollen wir hier mal schauen. Ey! So nicht, Kumpel. So nicht. Voll daneben. Sag mir nicht, dass er diesen dicken Scheiß jetzt abgeblockt hat, ey. Frechheit, was du da betreibst. Ja. So, was gibt's hier? Da kann man überhaupt nicht looten, oder? Schade. Moment mal, habe ich jetzt überhaupt noch... Ich habe tatsächlich noch den leeren Kristallbecher. Ah, Garjans wunderbarer Trank. Oh, nice. Das ist ja so ein Permanent-Trank. Erstmal saufen. Ja. Ja, hau dir mal voll eine runter, ey. So wird das gemacht. So. Was war's mit dir? Was ist das hier? Irgendwelche Überreste? Naja. Okay. Nun gut, nun gut, nun gut. Na, was ist hier los? Oh, ich gehe jetzt wieder in den Boden rein und treff eh nicht, ey. Ich auch nicht, shit. Was die für widerliche Resistenzen haben, ey. So. Ja, vergiss es, Mann. Scheiße, schon wieder, Alter. Ach, geht, Mann. Grad ist hier aber Harterfahrung am Start. Ah, lol. Grad geht hier richtig die Erfahrung ab, Mann. So, dann schauen wir mal kurz hier rauf, ja. Eigentlich will ich ja gar nichts mehr anderes mir besorgen. Das heißt, wir werden jetzt einfach entspannt... Ja, schon. Entspannt diese Fähigkeiten immer weiter verstärken. Bisschen Leben, bisschen Mana und nochmal richtig Seelenmagie hier. So. Naja. Sag mal, gibt's hier überhaupt nichts oder was? Shit. So, jetzt reicht's mir aber. Fuck off, Bitch. Kein Loot hier. Mann, 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 Mann. Ist das hier eine Falle? Nee. Okay. Denn, wo sind die Gegner? Lol, was ist das denn? Lass mal so ein Dude hier beschwören, ey. Da, was bist du für ein Spast? Volgard.
Okay, die halten schon ein bisschen mehr aus. Alter, die halten mal richtig mehr aus. Junge. Halten die aus, ey? Alter! Widerwärtige. So. Mhm. Schon wieder so ein Penner. Das kannst du mal gleich vergessen, Alter. Kack. Nee, nee, nee. Von dir lasse ich mich nicht schlagen. Das haut wahrscheinlich derbe rein. So, Ablenkung bitte. Guck dir das an, wie er schluckt, ey. Da ist er umgekippt. Ey. Na, was haben wir da? Ah, lieber 9. Kleines Scheißgesocks hier. Das haben wir gleich geregelt hier, ja. Ah, da hat doch einer... Boah, er scheint mir kacke. Ist kacke. So. Mann, was eine Scheiße hier. So, da ist schon wieder so ein dummer Spast. Ja, extrem kurz eingefroren. Bra, Mann, die verlieren auch noch so grünes Blut, Alter. Ich hab Schiss, dass die eventuell ähnliche Effekte haben wie diese Scarabaeus-Kackviecher. Ja. Ja, gute Nacht, du Wichser, ey. Rennen wir hier mal durch? Ja, passiert nichts, aber... Frag mich, ob das auch so ist, wenn man das direkt abkriegt. Du bleibst schön eingefroren, ja. Okay, hier ist eine komische Begräbnisurne oder sowas anscheinend. Mann, da gibt's ja mal gar nichts an Loot hier in diesem komischen Area. Man, 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 man. Da ist Loot! Wahrscheinlich leer. Scheiße, sag ey. So, kannst du mal aufhören, da so rumzucreepen, ne? Ist noch einer. Ist noch einer. Boah, ey. So, das war's für dich. Irgendwie, das Ding hat zwar nicht so eine... Ja. Das Ding hat zwar nicht so eine lange Castzeit, ja. Aber danach muss man sich nochmal ein bisschen erholen, irgendwie. Ja, ja, das glaubst du nur, dass du irgendwie einfrierst. So, mein Freund. Na, doch nicht leer. Knapp 1000. Wie viel Cash habe ich jetzt überhaupt? Ah. Wirst du das jetzt mal schließen? Da, 32.000, ey. Irgendwann versuche ich mal den Händler zu rufen, aber noch nicht. Ich zögere es so lange wie möglich heraus. Ah, scheiße, falsche Taste gedrückt. Aber, oh, ich dachte, du überlebst das nicht. Ah, hier gibt's noch ein bisschen Loot. Sondern hier. Xyrodan-Helm des Ausgleichs. Oh, Moment, den muss ich mir kurz anschauen. Eventuell... Sogar für mich geiler als mein komischer Krabbenhelm, den ich schon fast seit Anfang an habe. Gucken wir mal kurz. Da. Maximales Mana und Leben. Ja, das ist doch eigentlich mal gar nicht so schlecht, ja. Maximales Mana, maximales Mana. Ich werde den jetzt einfach mal anziehen. Und den hier unten dazu tun zu meiner Ehrenrobe. Wie komisch sieht denn der aus? So. Ach so.
Weil ich brauche ja nicht so viel Rüstung, außer ich lasse mich wirklich treffen, aber... Irgendwie... Ich... Keine Ahnung. Ich kann lieber mehr Zauber raushauen. Als ja so... Jetzt fall um, Junge! Fall um! Mann. Ja gut, und mit diesem Typen würde ich schon wieder sagen, ne? Ist die Folge ja schon wieder vorbei, ja? Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und sag ciao!